Moin ihr Zerberster und Zerbersterinnen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Simulator 17. Let's start again. Liebe Freunde, wie in der letzten Folge angekündigt, werden wir uns heute darum bemühen, unter anderem endlich Wiese auf unserem einen Feld anzupflanzen. Und an der BGA muss ein neues Förderband hinzukommen, denn mittlerweile kann die BGA auch nicht mehr weiterarbeiten. Das ist dann doch alles ein bisschen zu knapp. Ich hoffe nur, dass ich mit dieser Saatmaschine hier Gras streuen kann oder Wiese säen kann, wie auch immer. Wir gucken jetzt einfach mal. Ich habe sie ja jetzt drin, ne? Dann können wir jetzt mal gucken. Auf Z war das, glaube ich. Da konnte man, glaube ich, die Samen immer wechseln, ne? Steht da gar nicht drin? Ah ja, aber da ist es auch, okay. Ja, und wir können damit Wiese anpflanzen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Da würde ich nämlich sagen, fahren wir mit dem Ding mal eben hier dazwischen, wenn das passen sollte. Ne, da tut es nicht. Dann fahren wir jetzt schön daneben oder davor. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Ne, hier daneben. Weil hier können wir die nämlich jetzt auffüllen. Die gute Saatmaschine, ja, sehr gut. Und dann füllen wir die nämlich jetzt schön auf und dann mache ich mich auf den Weg eben zum Feld. Und dann werden wir das Feld schön mit Wiese ausstreuen, säen, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie die ganzen Fachbegriffe lauten. Seid mir nicht böse, ja, hier die erfahrenen Landwirte unter uns oder LS17-Zocker. Es tut mir wirklich leid, dass ich diese ganzen Fachbegriffe nicht kenne. Hab da ein bisschen Verständnis für. Der Kevin, der ist noch in der Ausbildung. Und da sind wir auch schon am Feld angekommen. Dann können wir jetzt direkt mal hier unsere Maschine, soweit es geht, ausklappen. Und dann können wir nämlich direkt loslegen hier, dass wir das schon mal ein bisschen hier alles aussäen. Ich werde das je nachdem gleich weiter von einem Mitarbeiter machen lassen, weil ich muss mich ja darum kümmern, dass wir erstmal gleich noch ein Förderband ein weiteres bekommen. Übrigens, kleine Info am Rande, ich werde heute ab 19 Uhr wieder streamen, doch. Heute findet nämlich, ja, Craft Attack Action wieder statt. Und natürlich kann ich dabei nicht fehlen, deswegen, wie gesagt, halt, heute ab 19 Uhr werde ich den Livestream übernehmen. Der Gamma Stream von 16 bis 19 Uhr und ab 19 Uhr mache ich dann noch den restlichen Abend. Und morgen wird dann der Gamma abends übernehmen und dann den restlichen Abend streamen. Und am Freitag nicht vergessen, Freitag um 12 Uhr, liebe Freunde, von Freitag 12 Uhr vormittags bis Samstag 12 Uhr vormittags gibt es einen schönen, fresh, nicen, geilen 24-Stunden-Livestream auf www.twitch.tv/gtimetv. Ich hoffe, ihr schaltet natürlich ein und seid alle mit am Start. Vielleicht werden wir sogar ein bisschen LS17 zocken. Mal gucken, je nachdem. Ich frage mal den Gamba, ob er Bock hätte, ob wir das im Livestream mal zocken sollen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne dazu auch einschalten zu diesem Spektakel. Das wird auf jeden Fall ein ziemlich geiler Livestream. Ich habe auch Equipment extra vorbereitet hier, dass wenn der Gamba dann hierher kommt, dass wir auch zu zweit am PC sitzen können und er kann dann schön Playsy zocken und ich wieder den Chat machen und so. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein ziemlich geiles Event und ich habe da mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich glaube, hierfür brauche ich gar keinen Mitarbeiter einstellen, Leute, weil das geht ja schon relativ schnell. Und ich denke, dass ich das alleine auch schaffen werde. Ich habe ja am Anfang in der Timelapse wieder irgendwo einen Auftrag gemacht. Wie gesagt, ich will mir ja noch mehr Felder holen. Und irgendwann werde ich schon Mitarbeiter nutzen können. Oder müssen. Vor allen Dingen müssen. Aber jetzt gerade, wenn ich hier mir das Geld sparen kann, dann werde ich das auch machen. Und dann mache ich das Feld eben schnell selber. Ihr seht ja, das geht ja ruckzuck mit der Saatmaschine. Und dann haben wir hier gleich schön Wiese angepflanzt. Und dann können wir nämlich demnächst hier auf jeden Fall ordentlich Gas geben. Eigentlich hätte ich mit dem Flug, hätte ich das Feld auch noch vergrößern können hier hinten so ein bisschen. Aber gut, das habe ich ein bisschen so vermasselt. Das ist dann jetzt halt so, da muss ich jetzt durch. Das kann ich nicht mehr ändern. Aber
Ich denke mal, hiermit werden wir auf jeden Fall genügend Wiese für eine ordentliche Anzahl. Alles klar, Kevin. Wieder mal versprochen. Eine ordentliche Anzahl an Heublöcke werden wir hier rausbekommen. Ich würde sagen, ich mache das Feld eben zu Ende. Danach machen wir uns dann auf den Weg direkt in die Stadtmitte und dann werde ich da nämlich das neue Förderband noch holen, was wir brauchen. Auf jeden Fall möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken, Leute, bevor wir jetzt dann gleich bei der BGA weitermachen. Wenn ich schon jetzt hier die Zeit habe, in Ruhe mal ein bisschen mit euch zu quatschen, dann mache ich das auch mal eben. Und zwar, ich finde es abnormal krass, wie heftig ihr die LS17-Videos supportet einfach und weiterhin guckt fleißig. Das wird ja immer mehr an Leuten, die auch Interesse dran haben. Und ich finde es einfach echt cool. Also ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe damals einfach, weil Giants mich ja angefragt hatte, ob ich Bock habe, LS17 zu zocken, habe ich mir gedacht, ja, okay, gut, wenn ich das Angebot kriege, dann zocke ich es halt einfach mal Probe und stream's halt nebenbei und mach vielleicht mal das ein oder andere Video, einfach mal zu gucken, ob es den Leuten überhaupt gefällt. Und auf einmal kommt dann so ein krasses Feedback hier. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das echt übelst, übelst krass. Es macht mir so viel Spaß. Also falls ihr das Gefühl jetzt in der letzten Zeit hattet, dass ich keinen Spaß an den Folgen habe, absolut im Gegenteil. Das Problem ist nur, LS17, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist ein Spiel, man muss die Zeit sich dafür nehmen. Ich finde LS17, das ist kein Spiel, was ich unter Zeitdruck spielen möchte. Ich möchte nicht unter Zeitdruck spielen, in Form von, wenn ich weiß, yo, das Video kommt um 16 Uhr, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ihr seht, wir haben jetzt gerade mal 14.13 Uhr, ich kann jetzt locker noch in Ruhe eine halbe Stunde aufnehmen. Ich muss mir absolut gar keinen Stress machen und kann jetzt hier chillig einfach mal so eben das Feld abfahren und mit euch ein bisschen quasseln. Weil wenn ich jetzt Stress hätte und dann jetzt sagen würde so, oh ja, meine Maschine, die kann ja auch nicht viel schneller fahren, außer halt mit diesem Bug. Aber dann fängt das an, dass ich die Felder unordentlich mache, dann mache ich mir noch mehr Arbeit. Und deswegen, wie gesagt, halt, ist meiner Meinung nach LS17 ein Spiel, was man auf jeden Fall nicht spielen sollte, wenn man Zeitdruck hat oder Stress hat gerade. Dann sollte man lieber dieses Spiel benutzen, um runterzukommen in Ruhe und ein bisschen, ja, abzuschalten. Und das ist das Wichtige. Und das finde ich halt ziemlich, ziemlich cool. Wenn ich zum Beispiel mit so einem bekloppten Rewind-Side gerade eine Craft-Attack-Aufnahme hatte, die anstrengend für mich war, und ich mich dann danach hier dran setze und hier so in Ruhe ein bisschen chillen kann, so lustig, wie sich auch manche über dieses Spiel machen, ich finde es absolut cool. Und ich habe echt einen riesen Respekt vor dem Beruf Landwirt mittlerweile. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so mitkriege, und das hier ist ein Spiel, da zeigt bestimmt noch nicht mal ansatzweise die ganzen Details und Aufgaben und wie verantwortungsvoll einfach dieser Job als Landwirt ist. Ich glaube, da springt das Spiel überhaupt kein bisschen so rüber. Aber alleine schon so in dem Spiel, wenn ich das so mitkriege, ne, wie viel Geduld man da mitbringen muss und alles, finde ich echt ziemlich klasse. Und großen Respekt auf jeden Fall und nochmal ein großes Dankeschön an euch da draußen, dass ihr das so hart hier supportet und so eine Menge Spaß dran habt. Ich habe mir mal überlegt, ich werde, glaube ich, mal demnächst eine coole Sache machen. Und zwar werde ich, glaube ich, demnächst mal LS17 verlosen. Also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne natürlich dann da mitmachen. Ich denke mal, auf dem YouTube-Kanal werde ich bestimmt mir irgendwas einfallen lassen. Und ja, ich bin mal gespannt, aber als kleines Dankeschön für den ganz krassen Support. Ich möchte einfach mal euch ein bisschen was wiedergeben. Zumindest einer Person habe ich die Chance, dann was wiederzugeben. Aber alle können ja bei diesem Gewinnspiel quasi dann mitmachen. Ich werde mal gucken, dass ich mir da was einfallen lasse demnächst. Und dann werden wir mal schauen, wie wir das mit dem Gewinnspiel machen. Ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Und es hat mir echt sau viel Spaß gemacht, so die letzte Zeit hier LS17 zu spielen. Und ich hoffe, dass das natürlich weiterhin so bleibt. Jetzt wird es ja auch erst richtig cool so. Jetzt fängt das langsam an, dass ich diese ganzen Felder und so bekomme. Also ich bin schon echt gespannt, wo das Ganze hier noch hinführt und was wir hier noch alles so zu tun haben. So, und ich bin jetzt fast fertig mit dem Feld nach meinem ganzen Gelaber. Ich mache jetzt noch das restliche Stück. Dann bringe ich die Saatmaschine eben weg und dann machen wir uns auf den Weg in die Stadtmitte. Ich habe aber zum Abschluss nochmal eine ganz wichtige Frage ganz kurz. Und zwar, wie ist das eigentlich mit der Wiese? Wächst die von alleine nach? Muss ich die nie wieder düngen oder so? Hat das jetzt komplett ausgereicht, dass ich die hier einmal jetzt quasi angepflanzt habe? Oder muss ich da noch groß was machen? Übrigens, dieses Feld hier, das werde ich mir auch noch holen und da werden wir dann auch noch mal Wiese anpflanzen. Dass wir dann hier eine so eine riesengroße Wiese haben, wo ich dann immer Heu holen kann. So, wir sind jetzt durch. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich mache mich mal eben ganz kurz auf den Weg zum Bauernhof und bring die Maschine weg und dann holen wir das neue Förderband. Die Saatmaschine habe ich schon weggebracht. Übrigens, ich brauche das ja gar nicht so machen. Ich kann den ja einfach zurücksetzen, den Trecker hier. So, dann stelle ich mich hier hin. Ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass man auf der Karte die Dinger einfach anklicken kann. Und dann sagen wir den, der soll den nämlich zurücksetzen. Und dann gehen wir eben ganz kurz hier in den Shop. Oh, habe ich jetzt den falschen zurückgesetzt. Ist aber nicht schlimm. Ist auch in Ordnung. Wir können auch den anderen nehmen. Und dann holen wir jetzt nämlich hier im Shop unser neues Förderband, was wir brauchen.
Und dann geht's hier ab in die Stadtmitte. Ganz schnell mal hier durchswitchen, so ein bisschen. So. Und da sind wir nämlich auch schon da. Und dann werden wir jetzt das Förderband nehmen. Und ich mache mich mal eben auf den Weg zur BGA und bring die mal wieder ans Laufen. An der BGA angekommen, werden wir jetzt erstmal das Fließband hier in Position bringen. Oder das Förderband, besser gesagt. Das kriege ich mittlerweile auch schon richtig gut eigentlich hin. Denn ich weiß jetzt mittlerweile, wie die Steuerung von den Dingern ist. Und wir können das ja auch noch jetzt gleich hier ausklappen. Deswegen fahre ich das jetzt erstmal hier so ein bisschen. Oh, 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 oh. Drehen, drehen, drehen. So. Okay, das haben wir jetzt ausgerichtet. Jetzt tun wir das hier nach hinten noch ausklappen und zack, es läuft wieder. Und das müsste jetzt eigentlich super gut hier klappen. Das müsste eigentlich alles passen. Ja, sehr schön. Also ihr seht, man kann mit den Förderbändern auf jeden Fall eine Menge, Menge hier rausholen noch. Und hier wird auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viel Geld noch bei rumkommen. Ich denke mal, dass der Haufen hier locker noch so an die 20.000, 30.000 geben wird. Oh, wir müssen jetzt ja noch hier hinten sagen, dass er das natürlich da in die Tonne schmeißen soll. Das Zeug, das habe ich vorhin ein bisschen verpatzt zu machen. So, dann richten wir den aus, klappen den hier so ein bisschen auf. Zack, und dann sagen wir dem hier, Moment, erstmal soll er auch die Räder einklappen und dann soll er hier abladen. Kann er das? Ja, das kann er. So, und das Geld fließt wieder, liebe Freunde. Wir haben es geschafft. Mission Förderband erfolgreich abgeschlossen, ohne große Probleme. Weiter geht's. Der nächste und letzte Punkt auf unserer Aufgabenliste heute für die Folge ist folgender. Wir werden jetzt hingehen und werden diese Treibhäuser wieder verkaufen. Keine Sorge, es werden neue kommen. Also keine Sorge, Treibhäuser habe ich schon wieder gesagt, ne? Gewächshäuser meine ich. Wir werden die verkaufen aus dem Grund, die sind ein bisschen dumm von mir verbaut. Hier zum Beispiel werde ich immer Probleme haben, den ganzen Mist dran zu bringen. Und deswegen gehen wir hin, wir verkaufen die und holen dafür ein bisschen was Besseres. Aber dafür müssen wir einmal erstmal in die Garage, glaube ich. War die hier? Ja, hier ist die Garage. Und dann müssen wir nämlich sagen, dass er die Gewächshäuser wieder verkaufen soll. Hier, zack, dann kommen die nämlich weg. Ja, das eine ist jetzt weg. Und zack, kann auch das andere weg. Das war jetzt auf jeden Fall ein Verlustgeschäft für mich mit den Gewächshäusern. Ist aber kein Problem, denn wir kaufen jetzt was anderes. Denn was mir sehr viele in den Kommentaren von euch empfohlen haben, ist, dass ich Solaranlagen verbauen soll. Die nehmen auch nicht so viel Platz weg. Da könnte man jetzt echt überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar hier... kann man die Kamera nicht drehen irgendwie? Nee, ne? Man könnte die doch, glaube ich, drehen. Ja, hier mit den Pfeiltasten. Ob ich hier nicht sogar so ein Solarfeld hinbauen will mit ganz vielen Solaranlagen. Natürlich ist ein so ein Ding auch ziemlich teuer. Das muss man echt beachten. Die drehen sich, glaube ich, automatisch auch in die Richtung von der Sonne. Ich glaube ja, dass sie das sogar machen. Und dann würde ich sagen, fangen wir hier einfach an. Dann stellen wir hier jetzt unsere erste Solaranlage hin. Und die bringt nämlich in der Stunde, glaube ich, $25 oder so ein. Wenn man natürlich, je nachdem, wenn man mehr hat, dann geht das natürlich auch ein bisschen mehr ab. Aber hier haben wir die jetzt schon mal am Stehen, die Solaranlage. Und ja, die wird jetzt dafür sorgen, dass wir regelmäßig Kohle einnehmen. Aus der BGR haben wir jetzt auch schon mal ein bisschen Geld rausbekommen. Keine Ahnung, warum die wieder angehalten hat. Das verstehe ich jetzt selber nicht. Da würde ich sagen, ich mache jetzt nochmal zum Abschluss kurz einen Abstecher zur BGA. Guck mal, was da schiefgegangen ist. Oder warum der jetzt wieder angehalten hat. Vielleicht muss ich auch wieder die Förderbänder ein bisschen nachschieben. Und dann werden wir jetzt gleich zum Ende kommen, liebe Freunde. Hier scheint es ein Problem mit der Folie zu geben. Wir müssen hier die Folie, glaube ich, hochmachen noch. Da muss ich mal gucken, ob ich hier gleich mit meinem Traktor mit der Schaufel reinkomme oder ob ich das dann mal in der nächsten Folge mache. Ich glaube, ich hebe mir das für die nächste Folge auf, weil das läuft ja sowieso, während ich offline bin, nicht weiter. Und deswegen würde ich sagen, liebe Freunde, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen, vielen Dank nochmal für euren mega krassen Support immer die ganze Zeit hier auf die LS17 Videos. Das macht super viel Spaß und ich hoffe, dass wir jetzt demnächst so hohe Einnahmen erzielen werden, wenn jetzt alles hier anläuft. Die ganze Maisproduktion und dann die BGA, wenn ich die dann nochmal öfters jetzt bestücke, dass ich dann demnächst mir endlich vielleicht sogar ein Windkraftrad, kann man das so sagen? Ich sag einfach Windrad. Wir sagen hier bei uns nämlich Windrad dazu. Dass ich mir so ein Windrad leisten kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da und einen netten Kommentar, liebe Freunde. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.